Hallihallo, meine Lieben, und willkommen im Sommer. Ja, endlich hat der Sommer angefangen, ich freue mich mega. Und heute soll es natürlich passend dazu um ein Epiliervideo gehen, denn das wurde sich wirklich, wirklich oft von mir gewünscht und ich wurde immer wieder angeschrieben, ob ich das nicht mal endlich machen kann. Es wurde sich schon echt lange gewünscht. Und jetzt dachte ich mir mal, also ist es einfach an der Zeit, dieses Video einfach auch wirklich mal online zu stellen. Ja, was ich zuallererst mal sagen möchte, ist, dass ich das jetzt schon 2 Jahre mache. Und da möchte ich euch noch sagen, es gibt jetzt Tipps, die werde ich euch sagen. Die habe ich für mich nur die ersten ein, zwei Mal gemacht. Die mache ich jetzt natürlich nicht mehr alle. Und also es sind einfach nur Tipps für euch, wie ihr einsteigen könnt, falls ihr es wirklich noch nie gemacht habt oder ihr wirklich Angst davor habt oder es total wehtut oder so. Ja, und die habe ich euch einfach mal zusammengetragen für euch und ja, wünsche euch ganz viel Spaß. Außerdem würde ich euch empfehlen, das meistens abends zu machen. Also das heißt meistens eigentlich immer abends zu machen, denn da kann einfach die Haut sich nochmal regulieren, sie kann sich nochmal ausruhen und ja, ihr werdet ihr dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen eincremen. Und dann kommt es einfach besser, wenn ihr es abends macht, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. So, kommen wir mal zum allerersten Bereich. Und zwar sind es die Beine, also die man sich wahrscheinlich eher epilieren möchte. Und zwar kann ich euch da den Tipp geben, dass ihr einfach mal vorwachst. Also ich habe mir nämlich gedacht, man ruckt sich ja richtig viele Haare beim Epilieren raus. Und wenn man ja vorher sich rasiert hat, dann hat man natürlich alle in der gleichen Länge und dann natürlich alle auf einmal. Und da habe ich mir gedacht, ja Mensch, dann wachse ich einfach mal, denn beim Wachsen erwischt man nämlich wirklich immer alle Haare. Und ja, dann kann man einfach ein paar Tage später mal drüber epilieren. Und dann klappt es schon. Also ich finde, das funktioniert mega gut, weil ihr habt ja, wie gesagt, nicht am Anfang dann gleich alle Haare, sondern Stück für Stück immer mal. Und am Anfang, finde ich auch, muss man sich ein bisschen mehr epilieren. Also dann ist es nicht so von wegen 4 Wochen glatte Beine. Kann natürlich sein, wenn ihr jetzt nicht krassen Haarwuchs habt oder so, aber bei mir war das jetzt nicht der Fall. Ich habe dann, glaube ich, schon einmal in der Woche, aber geht eigentlich auch relativ schnell weg. Also vielleicht so 1, 2 Monate und dann funktioniert es eigentlich prima. Ja, dann ist es einfach mein Tipp dann beim Beinepilieren, dass ihr an manchen Stellen vielleicht die Haut ein bisschen straff zieht oder dass ihr zum Beispiel bei den Knien, also da bin ich irgendwie mega empfindlich, keine Ahnung, da lege ich mein Bein zum Beispiel wirklich gerade oder stelle mich wirklich gerade und dann epiliere ich drüber. Also es funktioniert bei mir absolut gar nicht, wenn ich mein Knie so gebeugt habe, also wie jetzt würde ich sitzen oder so. Ist beim Rasieren aber genauso, das geht einfach nicht, dann schneide ich mich auch mega. Ja, und dann mein zweiter Tipp, oder ist schon mittlerweile der dritte, ich weiß es gerade nicht, ist es auf jeden Fall langsam zu epilieren, denn es bringt nichts, wenn ihr da so, wenn ihr euch denkt, oh mein Gott, es tut weh und man rutscht da ganz schnell mal drüber, denn da rupft ihr eigentlich die Haare nicht raus, sondern sie brechen nur ab und da habt ihr halt eigentlich nicht den gewünschten Effekt, sondern ihr habt eigentlich den Effekt vom Rasieren. Und das war auch mein Fehler am Anfang. Ich habe wirklich ganz, ganz schnell so, weil ich dachte, ja, muss schnell gehen und so. Aber nein, lasst euch da wirklich ein bisschen Zeit und macht das wirklich, wenn ihr Ruhe habt am besten. Und ja, wirklich schön langsam so drüber. Und ich habe das jetzt auch so gemacht, dass ich immer so hoch und runter gehe. Also, weil manchmal erwischt man Haare irgendwie nicht so gut. Ich weiß auch nicht warum. Aber dann geht einfach nochmal andersrum drüber und irgendwann hat man es dann. Und ja, das wäre noch ein Tipp von mir. Ja, und nach dem Epilieren gehe ich dann meistens duschen oder baden, je nachdem, was ich dann machen möchte. Denn ich habe gehört, viele machen das eigentlich vor dem Epilieren, damit einfach die Haut aufgeweicht ist. Aber bei mir funktioniert das absolut überhaupt nicht. Also meine Haut muss furztrocken eigentlich sein, damit das dann irgendwie funktioniert, weil ich habe das Gefühl, ich tue mir dann mega weh irgendwie, wenn meine Haut dann schrumpelig ist, also noch so feucht irgendwie so ein bisschen. Und ja, deswegen, ich mache das wirklich immer vor dem Duschen. Dann gehe ich duschen, dann rubbel ich mit so einem Luva-Schwamm nochmal drüber, dass diese kleinen Hautschüppchen noch abgehen, weil die wuselt man sich dann irgendwie auf und dann ist mein ganzes Bein gefühlt weiß irgendwie. Geht dann aber auch alles wieder weg und danach auf jeden Fall eine fette Schicht Vaseline drauf, das ist nämlich auch noch ganz gut. Und dann habt ihr wirklich babyweiche Haut auf den Beinen. So, dann kommen wir jetzt zu einem Bereich, da hat eine Freundin damals zu mir gesagt, oh mein Gott, bist du verrückt? Wer macht denn sowas? Es tut ja mega weh. Und zwar sind das die Achseln. Aber ich wollte unbedingt auch die Achseln irgendwie epilieren, weil ich mir dachte, das ist ja genau das, wo wir ständig irgendwie rasieren müssen, was ständig nachwächst irgendwie. Also ich war zum Glück eine der wenigen, oder was heißt wenigen, aber eine Glückliche, die hat es nur, also ich musste es nur einmal die Woche circa machen. Und es gibt aber Leute, die müssen es wirklich alle 2 Tage machen, weil man dann alles schon wieder sieht. Und deswegen habe ich mir gedacht, epilieren wäre doch da eigentlich total praktisch. Es hat mega wehgetan, das sage ich euch wirklich. Es hat mega wehgetan. Mir standen die Tränen in den Augen. Aber was ich euch auch als Tipp geben kann,
nicht vorher irgendwie nass zu machen. Also ich finde irgendwie gerade an der Achse, da bleibt man gern mal so kleben, so ganz komisch. Es ist so, man ist noch so ganz leicht so feucht irgendwie, wenn man duschen war, und dann bleibt das so wie kleben und man zieht die Haut dann mit rein und das ist absolut nicht cool. Und deswegen, das mache ich wirklich, wirklich vorm Duschen. Am besten auch kein Deo davor benutzen, weil das brennt höllisch, hatte ich auch schon, so doof wie ich war. Ich habe mich, ich würde einfach sagen, ihr wascht einfach nochmal drüber mit Seife, lasst es schön trocknen und dann epilieren. Und auch nicht, wenn ihr mega schwitzt, das brennt mega. Ich spreche aus Erfahrung. Was ihr da tatsächlich auch machen könnt, ist vorwachsen, also wie mit den Beinen. Das habe ich auch gemacht und ihr braucht da jetzt eigentlich auch nichts Großes. Also so einen großen Wachsstreifen braucht ihr nicht, den könnt ihr euch irgendwie klein schneiden. Und dann könnt ihr einfach ja einmal draufkleben, einmal ratsch, und dann wartet ihr ein bisschen. Oder macht dann diese Wachsreste noch erstmal weg. Dann wartet ihr ein bisschen, dann könnt ihr epilieren, denn dann habt ihr nicht mehr so viele Haare, wie gesagt. Und also für mich ist das jetzt super. Ich mache das eigentlich nur noch und ja, funktioniert. Was ihr danach machen könnt, ist zum Beispiel Babypuder benutzen, Vaseline oder Wundschutzsalbe. Also könnt ihr alles drauf machen. Mittlerweile ist bei mir so, ich mache eigentlich nichts mehr, also auch kein Deo, weil die Haut ist dann mega empfindlich. Und wenn ihr dann Deo drauf macht und Alkohol enthalten ist, brennt das. So, dann habe ich die letzte Zone oder den letzten Bereich, und zwar ist es die Bikini-Zone. Das habe ich auch ausprobiert. Ich muss mittlerweile sagen, dass ich das nicht mehr mache. Also die Bikini-Zone wachse ich nur noch oder rasiere ganz normal. Und aber da kann ich euch auch den Tipp geben, vorzuwachsen. Also das hat auch funktioniert, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so mein Ding, da irgendwie zu epilieren. Das ist nicht so ganz meins irgendwie. Und wenn ihr das aber gern probieren wollt, also ihr könnt jetzt wie gesagt auch gern dort mal vorwachsen und ein bisschen die Haut natürlich ein bisschen straff ziehen und genau, eigentlich war es das auch schon mit dem Video. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt ihr mir gerne unten in die Kommentare, dann beantworte ich die euch sehr, sehr gerne. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt mir die auch sehr gerne rein. Denn wie gesagt, ich versuche gerade so ein bisschen so meine Videowünsche so auszuführen. Also, es sei denn, ich möchte das nicht machen. Aber das habe ich wirklich schon lange mal versprochen gehabt, dass dieses Video noch kommen wird. Und ja, da würde ich sagen, ihr könnt hier sehr gern bei meinem Video vorbeischauen. Und hier unten könnt ihr mich sehr gern verlinken. Genau. Hier unten könnt ihr mich sehr gern abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!